Ja, hallo, herzlich willkommen im neuen Video. Heute machen wir uns mal auf die Suche nach Schwarmzellen. Wir sind jetzt hier, wir beginnen mit dem Bienenstand von den Backfass. Die können jetzt mal vorlegen, ob wir da was finden. Wie gesagt, sind 16 Bienenvölker hier. Danach schauen wir uns noch, müssen wir schauen, wie es zeitlich hinkommt, ein, zwei andere Bienenstände an mit praktisch meiner Biene. Und genau, schauen wir einfach zusammen mal. Ne? So, seht ihr was? Ihr seht was. Sehr schön. Also, dann schauen wir mal. Beginnen wir mal hier. Was sieht man? Ich denke, ihr seht es auch. Ja, ihr seht es auch. Honigraum, fast voll. Sehr schön. Honigraum, fast voll. Sehr schön. Und ein Absperrgitter. Jetzt haben wir hier ein Bienenvolk. Das hat sich echt gut entwickelt. Fangen wir einfach mal an. Das ist jetzt ja hier ein bisschen wie bei anderen Beuten, weil eben der Schied hat keinen Platz mehr. Das ist so eine schöne Königin hier. Wir sehen hier Brut und Pollen. Brut und Pollen. Seht ihr es auch? Ja, ihr seht es auch. Stellen wir die mal nebenher. Normal brauchen wir das ja bei der Tant nicht, weil wir selten die 10 Waben voll haben. Hier haben wir Brut, Brut und Brut. Und dann haben wir hier Brut, Brut und Brut. Habe ich hier gerade was? Nee, habe ich mich getäuscht. Dann schauen wir weiter. Wabe Nummer 4. Haben wir offene Brut und Pollen. Und geschlossene Brut. Wabe Nummer 5. Haben wir Brut, bisschen Wirrbau hier. Aber nichts, was aussieht wie eine Schwarmzelle. Hier unten haben wir so Spielnäpfchen angelegt, aber es sind ja auch keine Stifte drin. Dann sind wir schon bei Wabe Nummer, wo sind wir denn hier? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Auch Brut. Offene Brut, geschlossene Brut. Wabe Nummer 7. Offene Brut. Geschlossene Brut, Drohnenbrut hier an der Ecke. Dann haben wir hier einen Drohnenraben. Den habe ich mitbekommen. Das ist ja ein Volk, wie gesagt, aus der Eifel. Und wir haben hier offene Brut und Pollen. Also alles in allem kann man sagen, sehr zufriedenstellend. Schwarmzellen sind keine in diesem Volk vorhanden. Ist doch ganz gut, ne? Hängen wir die wieder rein. Machen wir das Absperrgitter wieder drauf. Ja, woher weiß man, wie rum es drauf war? In Zweifel an ansitzenden Drohnen. Die sollten ja auf keinen Fall oben im Honigraum landen. Dann stapeln wir unsere Honigräume wieder drauf. Ja, und dann haben wir das Bienenvolk hier fertig. Und dann würde ich spontan sagen, machen wir nochmal eine zweite Stichprobe. Und die machen wir hier drüben. Muss ich euch ein bisschen anders einstellen. So, sehen wir hier. Also der obere Honigraum, sind auch wieder zwei Honigräume. Stellen wir beiseite.
Den Honigrahm stellen wir auch beiseite. Ja. Und dann sind wir auch schon wieder am Absperrgitter. Und ja, haben wir das gleiche Spiel wieder. Hier können wir den Sheet einfach rausnehmen, stellen wir auf die Seite und dann können wir das hier rüberblättern. Hier haben wir Pollen und Honig. Also sagt uns eigentlich jetzt schon, das Volk hat seinen Platz, da muss man nichts machen. Verdeckelte Brut, Drohnenbrut. Verdeckelte Brut, offene Brut, verdeckelte Brut. Ja, Stifte, offene Brut, verdeckelte Brut, Drohnenbrut, Spielnapf da unten. Also ihr habt es gerade gesehen, es hat aus den Waben rausgetropft. Also es war auch heute wieder ein guter Honigtag. Ne, hier sind auch so Spielnäpfe da. Oder wie man auch immer dazu sagen will. Also spielt keine Rolle, solange da kein Stift drin ist. Ne. Auch verdeckelte Brut, offene Brut. Was haben wir hier? Verdeckelte Brut, offene Brut, Pollen, Spielnäpfchen. Ich hoffe, ihr seht nicht nur meinen Hinterkopf. Offene Brut, Pollen, verdeckelte Brut. Pollen, verdeckelte Brut und offene Brut. Also auch an dem Bienenvolk gibt es jetzt so von der Stärke aus meiner Sicht nichts zu erweitern, nichts einzuengen. Also einzuengen sowieso, um die Jahreszeit eher nicht. Eigentlich völlig, aus meiner Sicht völlig in Ordnung. Ah, jetzt habt ihr das alles gar nicht so richtig gesehen. So, jetzt habe ich euch mal ein bisschen besser rangenommen. Ja, die ersten Ausschnitte, also ich weiß nicht, was ihr davor schon gesehen habt, aber dieses Volk hat hier eine Wabe, wo Honig drauf ist und alle anderen Waben haben im Prinzip, ich habe das ja gerade gezeigt, ich weiß nur nicht, ob man es auf dem Video sieht, weil die Kamera ein bisschen verrutscht war, haben im Prinzip ja, sind voller Brut, also ist ein Bienenvolk, wo wir nicht erweitern, weil wir haben ja diese Honigwabe da unten und ja, passt vollkommen. Ne? Machen wir die Honigräume wieder drauf. Und dann haben wir dieses Thema hier auch abgeschlossen. Ja, dann haben wir hier mal zwei Bienenvölker angeschaut. Also da schaue ich mir jetzt nicht arg viel mehr an, weil da waren gar keine Anzeichen davon, dass wir hier Schwarmzellen haben. Wir haben, wie gesagt, auch nicht das große Trachtangebot. Also momentan haben wir der Ahorn, der richtig beflogen wird. Also wenn man drunter steht, da hört man es richtig summen. Wir haben hier in dem Volk gesehen, dass aus den Waben, wenn man sie auf die Seite hebt, Honig raustropft. Also es gibt Nektareintrag, der ja nicht unwesentlich ist, sonst wird es eben um diese Zeit nicht mehr aus den Waben raustropfen. Würde ich sagen, machen wir uns weiter auf die Suche nach Schwarmzellen und schauen uns noch ein paar anderen Bienenvölker an. Also bis gleich, bis zum nächsten Bienenstand. Also das letzte Video ist jetzt noch nicht online, wo ich das hier gerade aufnehme, aber es kommen bestimmt ein paar Kommentare wegen dieser Volksstärke und Volksabschätzung, wo ich gesagt habe, ich gleich die nicht aus, weil ich will die Königin vergleichen, aber auf der anderen Seite tue ich sie schröpfen. Also ich mache das prinzipiell so, dass ich schröpfe oder wenn ich Bienen entnehme, dann nur wabenweise und das notiere ich mir. Dann habe ich das im Griff, dann weiß ich, hier habe ich zwei Wabenbienen entnommen, da eine. Das kann ich dann mit einfließen lassen. Wenn ich die jetzt ausgleiche, indem ich Brutwaben umhänge oder gar Honigräume umsetze, da habe ich ja kein Verhältnis, da habe ich kein Gefühl, wie viel Bienen wandern da jetzt hin und her, wie sehen da die Effekte aus. Das ist so ein bisschen noch vielleicht als Ergänzung. Und als zweites muss man sagen, es sind nicht die stärksten Völker. Zum einen, weil sie zum Teil schon ein paar Waben gelassen haben an Bienen.
zum anderen, weil sie halt auch schwach aus dem Winter gekommen sind. Und da gibt es ja immer verschiedene Sachen, warum ein Bienenvolk schwach ist oder schwach aus dem Winter kommt. Das eine ist natürlich klar die Leistung der Königin, wie stark sind sie eingewintert. Aber das andere ist natürlich auch Varroa-Befall, ne, oder Gesundheitszustand der Bienenvölker allgemein. Also das muss man ja auch berücksichtigen, wenn man so eine Volksstärke beurteilt. Kann es ja auch immer sein, geringe Volksstärke, viel Varroa oder viel Krankheit einfach. Ne, das muss man im Hintergrund behalten, weil wir von unserer Denkweise manchmal arg zu viel dazu neigen, das alles mit Schied, mit Wärmehaushalt, mit Königinqualität zu begründen, aber diese ganzen Krankheitsthemen habe ich so das Gefühl einfach manchmal im Hintergrund sein. Also da muss man ehrlich zu sich sein und bei schwachen Völkern auch mal nach Varroa-Befall schauen. Bis gleich. So, neuer Bienenstand. Auch hier schauen wir uns ein, zwei Völker an. Da sehen wir schon von der Tendenz etwas schwächer. Aber ein Punkt, was auch bei vielen nicht bedacht wird oder wo gerne ein bisschen Fehler gemacht werden, ist, dass der Schwarmtrieb unbedingt von der Volksstärke abhängt. Ich meine, es ist schon ein Punkt, diese Enge und Nahrungsüberfluss, das sind ja schon Punkte, die in die Rolle spielen. Aber eng kann es natürlich auch werden, wenn so eine Futterwabe als Schied wirkt. Also wenn ich unten zu viel Futter drin habe. Oder wenn die Königin einfach ein bisschen älter ist, die Leistung nicht mehr bringt, dann können das durchaus im Vergleich schwache Völker sein, die auch in Schwarmlust kommen. Ja, der zweite Fehler ist ja nach wie vor auch, dass man sagt, hey, wenn es regnet, spare ich mir die Arbeit. Pollen und Honig. Das ist eine Wabe, die habe ich vor kurzem dazugehängt, verdeckelt. Also demzufolge schon vor 8 Tagen oder so und offene Brut. Also hier werden wir auch keine Schwarmzelle finden. Das würde mich schon überraschen, aber wer weiß. Man muss das ja immer gewissenhaft machen. Also wie gesagt, über Schwarmkontrolle nicht zu machen, weil es regnet. Ist auch ein Fehler. Ne? Wir haben ein Gewitter im Anziehen. Und deshalb sind sie vielleicht nicht ganz so entspannt, wie sie sonst wären. Auch hier verdeckelte Brut, offene Brut, komplett verdeckelt. Hier haben wir so ein bisschen Wirrbau. Da ist die Mittelwand wohl oder die Wabe mal gerissen gewesen. Aber auch hier entweder volle Eier oder verdeckelter Brut. Da mache ich jetzt gerade nicht rum. Ah, hier. Nee, habe ich mich getäuscht. Da mache ich jetzt gerade nicht rum, weil, wie gesagt, ich bin froh, wenn wir das trocken hier überstehen. Das Gewitter ist schon da und hier haben wir auch Pollen. Also auch hier gibt es keinen Grund, was zu erweitern. Absolut nicht. Auch hier sehen wir Wirrbau, das ist beim Schiedeich eigentlich ganz gängig, wenn man die transportiert und die wackeln hin und her und der Schied rutscht ein bisschen von der Wabe weg, ne, dann passt einfach der B-Space nicht mehr. Und dann kann man das bereinigen oder man lässt es halt erstmal und macht es dann in einer ruhigen Minute. Die hat mir als Imker ziemlich viele, vor allem im Sommer. Auf jeden Fall so Absperrgitter drauf. Und den Honigraum wieder drauf. Man könnte jetzt hier in Anbetracht dessen, dass man vielleicht bald Honig erntet, schon mal den leichteren oder den leeren nach unten stellen und den oberen nach oben, dass man einfach den vollen dann mit der Bienenflucht gleich runter bekommt. Kann man so machen. Kann man so machen. Schauen wir uns noch mal eins an. Jungs, hier wäre es mal angebracht, einen zweiten Honigraum aufzusetzen. Das muss ich ganz klar sagen.
Weiß ich nicht, ob ich noch einen dabei habe im Auto. Müssen wir schauen. Und jetzt müssen wir es aber, jetzt tröpfelt schon ein bisschen. Aber das werden wir wohl noch hinbekommen. Schied wieder raus. Und brauchen wir ein bisschen mehr Rauch. Schied wieder raus. Honig, ist klar, oben fehlt der Platz jetzt. Kriegen sie nicht mehr unter. Komplett voller Brut. Komplett voller Brut. In den Ecken lieber noch mal gucken, weil sowas ist natürlich jetzt ein Kandidat für eine Schwarmzelle. Das muss man schon sagen. Hat er eben kurz zu spät den Honigraum draufgehakt oder zu wenig Platz gegeben. Da sieht man auch hier überall im Brutnest schon gut Honig eingelagert, weil es einfach oben keinen Platz mehr hatte. Ja, so ist es halt. Kann man jetzt auch nicht ändern. Setzen wir nachher einfach, wenn ich noch einen im Auto habe, noch einen Honigraum drauf. Wenn ich keinen im Auto habe, dann können wir das jetzt gerade auch nicht ändern. Dann müssen wir das halt danach noch machen oder beim nächsten Mal. Aber wir sehen auch hier alles, auch hier voller Stifte. Ne? Also keine Schwarmzelle, zumindest keine, die ich gesehen habe. Und dann machen wir den Laden einfach voilala, wieder zu. Jetzt gucken wir noch nach dem Honigraum. Und ja, dann ist gut hier. Also wie immer, manchmal hat man Glück und hat noch einen Honigraum. Dann ist das Thema nämlich hier an dem Bienenvolk auch abgeschlossen.